Grüß euch und dann willkommen zu einem neuen Fire Emblem Projekt. Nämlich ja, gut, nach Herrschaft schiebe ich jetzt Fire Emblem Fates, Vermächtnis hinterher. Aber ich werde jetzt hier bei der Pfadwahl einsteigen. Dieses Mal, das heißt, wir werden die ersten 6 Kapitel überspringen. Habe ich mich jetzt dafür entschieden, weil ich habe das alles jetzt schon mal im Let's Play gezeigt. In Herrschaft, wenn ihr das nicht gesehen habt, also praktisch, wenn ihr das sehen wollt, den Anfang nochmal, guckt bitte bei Herrschaft rein. Dort werdet ihr dann die ersten 6 Kapitel voll sehen. Ich glaube, ich habe es sogar auf schwer, das heißt, das wird das Ganze interessant. Ich spiele diesmal als Frau. Und ich würde fast sagen, boah, ich mag eigentlich dieses, wie gesagt, Adling-Blau, also feinmalige Blau. Das ist absolut geil. Gefallen mir am besten eigentlich noch das hier. Und ich glaube, ich behalte das beides, war eine Spange irgendwie. Eine Schmetterlingsspange. Warum eigentlich nicht? Weil sie jetzt schon mehr abgeschaltet hat. Oder gebe ich in andere Röhre? Rot, weiß. Ich glaube, ich gebe einfach wieder dieses Fire Emblem-artigen Blau. Oh, gibt es denn dieses Grün? Oh ja, da habe ich eine bessere Idee. Wir geben mir grüne Haare. Gesichtstyp. Ist hier sowas? Alter, oh, das sieht nuttig aus. Jetzt halt mal ruhig. So eigentlich eher ultra rauslaufen. Gib ich ihr irgendwie was? Nee. Wie kann ich die? I can help too. I can help too. We're not done yet. Hey, ready for this? I can help too. I trust you. I can always count on you. Ich nehme das hier. Ja, okay. Denn wir nennen dann die Gute. Nach einem meiner Lieblings-Fire Emblem Lords, auch mal, oder vor allem, ich glaube, nach meinem Lieblings-weiblichen Fire Emblem Lord, nämlich sie Lynn aus Fire Emblem 7. Keine Hommage an die, aber ich mag die unglaublich gerne. Weitere Details. Ich nehme meinen Geburtstag. Ich gehe auf. Intelligent. Glücklos wieder. Und als Talent nehme ich. Genau, nehme ich. Wo habe ich es denn? Magier. Nein, möchte ich nicht. Die Sesche hält das Spiel schon mal durch. Oh, habe ich das auf normal? Überspreche ich mir auf jeden Fall den. Ja, ich hab's auf normal. Ich hab's mit auf normal, okay, dann haben wir sie nicht auf schwer, aber. Ich wollte das erst überspringen. Kapitel 6, der Weg ist dein. Lynn, du lebst. Sie haben dich nicht verletzt, oder? Xander, mir geht es gut, aber warum fällst du in Hoshido ein? Porto sagt, es sei Zeit, dass wir unsere wahre Stärke zeigen. Komm mit uns, wir beenden es schnell. Wenn wir Hoshido hier und jetzt einnehmen, vermeiden wir unnötiges Blutvergießen. Xander, ich muss nachdenken. Stay alert. Vorsicht, Lynn. Dieser Kerl ist nicht dein Bruder. Er ist ein herzloser Nore. Big Brother. Kayoma. Oh. Lynn, ich war so in Sorge um dich. Ab jetzt bleibst du immer bei mir, hörst du? You have the devil's own love. Du hast einfach teuflisches Glück, oder, Lynn? Eigentlich bist du voll genervt, Frank. Das mache ich doch so. Ju, wir haben unsere Schwester zurück. Norische Abschaum. Erst entführt ihr sie und dann lügt ihr sie auch noch an. Lynn ist meine Schwester, nicht eure. Oh. Im Gegenteil, Lynn ist meine süße Schwester. Ihr könnt sie nicht haben. Don't be fooled. Lass dich nicht von ihren Worten täuschen. Du gehörst zu deiner Familie nach Hoshido. Come back. Wir haben dich von Kindesbeinen aufgezogen und geliebt. Komm nach Hause, kleine Prinzessin. Wir werden wieder eine Familie sein. Komm zurück nach Hoshido, Lynn. Nein, Lynn, nur ist dein Zuhause. This way. We're your family. Meine Familie. So, für Nord können wir natürlich nicht kämpfen. Die Daten habe ich nicht auf diesem DS. Aber wir verteidigen natürlich diesmal Hoshido, weil das letzte Mal haben wir uns ja von Nord entschieden. Ja. Und mal gucken, Revelations vielleicht auch irgendwann hinterher steht, wenn wir uns über den Weg erst kaufen. Kapitel 6. Im weißen Licht. Genau, also ich habe glaube ich im Video, was aktuell noch nicht online gekommen ist, was ich noch machen werde, wird auf jeden Fall, wie gesagt, ich werde es immer im Fire Emblem Projekt am Laufen haben. Xander, zieh dich mit deinen Truppen zurück. What?
Lin, sag mir nicht, dass du... Lin, sag mir nicht, dass du auf der Seite der Hoshiden kämpfst. Ja. Rutschen die falsche Stimmen. Leider ja. Meine Entscheidung steht fest. Ich gehöre zu Hoshido. Grüne Haare sehen interessant aus. Ich befürchte, dass dich die Hoshiden manipulieren würden. Mir ist deine hoshidische Abstammung wohl bewusst. Es fließt nicht dasselbe Blut in unseren Adern. Und dennoch behandelt mich seit deinem allerersten Tag in Norwegen eine Familie. Wie ein Familienmitglied. Es spielt keine Rolle, was andere sagen. Lin, du bist meine Schwester. Camilla, Leo und Elise teilen deine, meine Meinung. Und Vater wird dir vergeben, was weiß ich einfach. Du bist eine Norin. Komm zurück zu uns, Lin. Verzeih mir, doch ich kann nicht zu euch zurück. König Garon ist ein Feigling und ein Lügner. Ich sah seine Zerstörungswut. Eine Explosion in einer dicht bevölkerten Stadt ohne Rücksicht auf Verluste zu verursachen, ist die Tat eines Wahnsinnigen. Glück, mein Kind. Hey! Sag mir, wenn mich König Garon als seine Tochter ansieht, wie konnte er einen solchen Anschlag veranlassen? Ich hätte leicht mit Königin Miko zusammen sterben können. Ich war wohl in Wahrheit nur ein unwichtiger Bauer auf seinem großen Schachbrett. König Garon war bereit, mein Leben zu opfern, nur um seinen Plan zu verfolgen. Sieh es ein, Xander Garon ist kein... Garon ist kein Mensch mehr. Er verkörpert das pure Böse. Vater, das pure Böse? Wie kannst du so etwas sagen, kleine Prinzessin? Xander, bitte, schließ dich mir an. Komm mit mir und hilf seinen grausamen Taten ein Ende zu bereiten. Lin. Ist das dann wohl die Antwort? Hier hast du meine Antwort, Verräterin. Verräterin? Warte, Bruder! Es reicht, ich hätte nie gedacht, dass du deinem Königreich und deiner Familie den Rücken zukehren würdest. Dein Verrat ist unverzeihlich. Du willst dich auf die Seite der Hoshiden stellen? Nun gut. Nur über meine Leiche. Xander! Fuck! Tut mir voll weh, ey. Einfach das Yato fallen lassen. Besiegt. Man hat dich getäuscht, Schwester. Du wurdest eindeutig manipuliert. Ja, das sind meine echten Geschwister, nur mal so nebenbei. Ich werde nicht ruhen, bis du wieder zur Vernunft gekommen bist. Oder Lins echte Geschwister. Steh auf und kehre mit mir nach Nord zurück. Gewiss erinnert sich ein Teil von dir noch an deine wahre Familie. Ich habe meine Entscheidung getroffen, Bruder. Wenn das so ist, dann werde ich das schnell beenden. Warte. Dieses I won't allow it. Not on my watch. Not on my watch. Hey, du trägst ja keine Uhr. Versteht ihr, weil Watch heißt ja auf Englisch Uhr. Versucht es nur ein logischer Abschaum. Ryoma, bitte, wir können das friedlich regeln. Was ist los, Lin? Hast du den Verstand verloren? Es bringt uns nichts, wenn du dein Schwert beiseite wirfst und das Meerzeugerin stirbst. Ich glaube, er hat sogar denselben Synchronsprecher wie Chrom. Sieht man auch, ich finde auch ein Mittel, der sieht vom Ding aus wie. Ja, klar. Und halt, falls ihr mit dir. Falls ihr mir die Schwester nehmen wollt, werde ich euch nicht verschonen. Muss ich kurz husten? Spart mir euer Geschwätz und schweigt und greift an, wenn ihr es denn wagt. Das war eine fabelhafte Idee. Ich sehnte mich danach, euch einen alten Freund von mir vorzustellen. Die finstere Klinge Siegfried. Camilla, Leo, Elise, seid ihr bereit? Ich wurde bereit geboren. The Defense was born ready! Ja, kleines Zitat aus Phoenix by Dual Destinies aus meinem absoluten Lieblingsfall in allen Aces, sorry. Ich schweife ab. Liebster Bruder, wenn wir sie schnell erledigen, schaffen wir es noch rechtzeitig für das Mittagsschläfchen von Lin nach Hause. You can't hide from me. Oh, du kommst mit uns, ob du es willst oder nicht. Verstanden, Lin? Juhu, wir bringen ihn nach Hause. Bitte? Lin hat ihre Wahl getroffen. Ich muss nur noch euer Blut vergießen und damit mein heiliges Schwert reinigen. Hinoka, Takumi, Sakura, macht euch bereit. Ich werde dich beschützen, Lin. Sie werden mich nicht nochmal entführen. Ihr norischen Idioten, ich werde euch alle töten. Bereit. Ich lasse nicht zu, dass sie dir wehtun will. Let's go. Nun gut, zum Angriff, Soldaten Nors. Der Krieger Hoshidos, macht euch bereit. Kampfbereit. Egal, So, ich freue mich schon ein bisschen drauf, wobei ich sagen muss, dass ich vielleicht nicht so gut finde wie den. Ach ja, stimmt, wir kriegen ja statt Felicia Jacob. Verzeiht mir, Lady Lin, es hat eine Weile gedauert, euch ausfindig zu machen. Ist alles in Ordnung? Jakob? Nein, nichts ist in Ordnung, aber ich habe keine Zeit, das zuerst zu erklären. Du kommst zu einem schlechten Zeitpunkt. Was tust du jetzt ausgerechnet jetzt hier? Ich bitte um Vergebung. Ich suchte die ganze Zeit nach euch. Wie dem auch sei. Jetzt bin ich hier und stehe euch zur Seite. So, die Frage ist, welches Level hat Azura bei mir? 2, okay. Ich habe sie nämlich mal hochgegrindet. In meinem Schwerspielstand hochgegrindet auf Level Schlackentod. So, ich werde am Anfang Lin mit Kasefi kombinieren.
Ah, das klingt jetzt nämlich aber so viel nichts, weil ich jetzt natürlich den nicht dran krieg. So, sie hat ein Level, sie hat ein Level. Ah doch, warte mal, ich kann einfach singen. Juhu, ich wollte mir den Hand zu sagen. Das soll ich gleich ausstellen. Yo, adios, shoot spray waves. Last in zu Halt's Maul. So, Information, Einsatzinformation aus, bitte. Hallo, aber die werden das alles schon in den Ding. So. Könnte das gehen? No hesitation. Eigentlich müsste ich zur Schwertmeisterin machen. Aber ich habe schon einen Plan, wie sie das S-Support kriegt. Das wird eine kleine Überraschung. Weil es gibt das, was ich jetzt unbedingt mal ausprobieren möchte. Und du halt's mal. Kriegt sie schon Erfahrungspunkte? Ja. Also jetzt sie schon wieder fest. Takumi und Hinoka kriegen keine EP. Und wer kommt das eigentlich an mich an? Ich glaube, ich habe nämlich jetzt gerade einen Riesenbock geschossen. Ich habe einen Kapitalbock geschossen. Ah ja, super. Xerna kommt hier direkt ran. Ich glaube, ich muss einfach bloß den. Oder? Einfach bloß den Boss. Achso, ich muss bloß den Boss lassen. Okay, dann Ryoma. Xerna kommt ja nicht großartig ran. Welch Torheit. Ich würde keine Verräter in unserer Mitte dulden. Jetzt kommt, der 1% Quelle, oder? Schade. Okay, was soll sie nicht provozieren, sagt man so schön. Ich komme da mehr ran? Nein, oder? Nee. Jakob noch mit dabei, um dann zu heilen, aber die werde ich eh bald die Heildinger kaufen. Er ist Level 1. Ach ja, stimmt. Ich habe mal einmal für dieses Jahr gar nicht. Hab ich da Corin so stark trainiert? Okay, er beendet es glaube ich selber. Ups, und ja, wir haben es gewonnen. Okay, kein Problem, kein Problem. Was? Wir müssen uns zurückziehen. Es ist noch nicht vorbei, Lynn. So, Lynn und Kasi sind die Helden, weil die beiden sollen supporten. Erstmal, aber nicht den Air-Support. Ist das wirklich unsere Zukunft? Ein ganzes Leben voller Konflikte mit Noah? Hey. Lynn, ich verstehe, warum du nicht kämpfen willst. Verdammt, ihre Stimmen sind so ähnlich, aber egal. Du kannst das mir und Ryoma überlassen, wenn du dich dann besser fühlst. No. Nein, es ändert nichts an der Situation, wenn ich meinen Kopf in den Sand stecke. Oder den Sand in den Kopf. Ich werde an eurer Seite kämpfen und für Hoshido. Gut. Ich weiß, dass dies die richtige Entscheidung ist. Und ich glaube, ich gebe mal so eine andere Stimme. Eine, die einfach etwas besser passt. Selbst wenn es die schwerste ist, die ich je treffen musste. Ich muss daran glauben, dass dieser Weg letztendlich zum Frieden führt. Ich gebe Asura eine andere Stimme, eine, die meiner Meinung nach einfach passender ist. Ich habe die Katze mal übersprungen, weil die hat man kam am Anfang schon. Oh. Lilith, wie gut, dass du da bist. Hey? Lilith, Lady wollte damit sagen, dass dies unser Stallmädchen ist? Unmöglich. Yes. Es ist möglich, das ist Lilith. Verzeih mir, Lady, aber das ist nicht lustig. Lilith ist ein Mensch und kein Monster. Well. Also, Felicia sagt, das ist netter. Sie sagt, wann ist denn Lilith zu so einer süßen Kreatur geworden? Ich weiß, dass das sehr verwirrend ist. Ich werde dir später alles erklären. Jetzt komm, ich möchte dir was zeigen, bevor wir die anderen treffen. Meine Güte, was ist das für ein Licht? Das erkläre ich dir auch später. Verzeiht, meine Lady Lynn, aber dürfte ich erfahren, was gerade geschehen ist? Wo genau befinden wir uns hier? Verzeih, wenn ich dich beunruhigt habe. Jakob, lass es mich dir bitte erklären. Also, du bist hässlich. Ich verstehe.
Ich möchte es nur noch einmal klarstellen. Wir befinden uns jetzt auf einer sogenannten Astralebene, ja? Faszinierend, sehr faszinierend. Meine Lilin, ihr habt gerade eine schwere Entscheidung treffen müssen. Von jetzt an werdet ihr und eure Anhänger den Weg folgen, den ihr gewählt habt. Ich verspreche, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um euch zu helfen. Bitte nutzt diese Astralebene, um euch auszuruhen und auf Kämpfe vorzubereiten. Danke, Lilith. Achso, warte. Danke, Lilith. Ich weiß deine Güte und deine Unterstützung sehr zu schätzen. Ihr werdet schon wieder merken, wie in Herrschaft. Ich habe diese viele Frauenstimmen parat, also es werden sich ein paar bzw. mehr Charaktere einfach gleich anhören. Lebt damit. Das mache ich doch gerne. Es gibt übrigens eine Menge Drachenadern. Lange Rede, kurzer Sinn. Nutzt sie, um euer Schloss nach euren Wünschen zu gestalten. Lass uns gleich gemeinsam versuchen. Ich werde euch helfen. Erst normal speichern. So. Auf der Astralien könnt ihr Drachenadern nutzen, um eure Gebäude zu bauen. Lasst mich euch zeigen, wie das funktioniert. Erst Gebäude. Dann bauen. Dann nehmen wir das verschiedene Arsenal. Arsenal! So, ich werde das Schloss sowieso nochmal umbauen. Ja, gut gemacht. Nachdem ihr ein Gebäude errichtet habt, könnt ihr es besuchen. Im Verlauf eures Abenteuers könnt ihr euer Schloss Stück für Stück ausbauen. Letzten Endes wird es genau euren Wünschen entsprechen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Au revoir, Pissoir. Ja. Gerne helfe ich beim Bauen und anderen Angelegenheiten, meine Lilin. Okay, ich glaube, dass ich schon mal durch habe, kann ich hier auch setzen als Yumi. Cool. Ich glaube, ich kann den Diener ändern, oder? Ich kann verschiedene. Ja! Dörfler, wenn ich Samurai. Schmied. Ich habe, glaube ich, noch nie einen gegnerischen Schmied gesehen. Ein Erzmeister wäre natürlich auch irgendwie, oder eine Priesterin. Ach, ich lasse Jakob erstmal. Hören wir mal. Mach mal ein Daten-Update mal kurz. Dann kann ich mal kurz meine Schlossadresse ein, dann könnt ihr mich mal nach Belieben besuchen, wie ihr wollt. Ja, ich will die Boni abgreifen, aber hey, ich bin ehrlich. Und ich könnte euch, wenn ihr wollt, den Avatar gerne dazu holen, das werde ich privat auch machen. Wir gucken mal Posteingang, Belohnungen, ob ich schon irgendwas hab. Ah ja, Elixier, Räuberaxt und Räuber durch. Gut, und Besuchsboni. Viel. Das Schafsgeist. Ja, seht ihr immerhin. Räuberjungi, Räuber Naginata, Räuber Katana. So, Inventar. Ich habe eh schon. Okay, die Räuber Naginata gebe ich jetzt gleich mal ihr. Geht besser. Was ist denn besser, der Räuber durch oder der. Ja, 3 und das Eisen, der Eisendolch hat 4. Dann lassen wir den Eisendolch. Sakura, fertig, ich glaube, ich habe den Blütenfest bekommen. Du nimmst die Räuber-Axt, nimmst die Scheiß-Bronze-Keule weg, nehme ich Rinka mit diesmal. Wir werden deine S-Supports auch so. Oh, ihr habt eh schon Supports. Lin und Rinka, okay. Rinka, hier drüben. Soll ich was Bestimmtes erledigen? So in etwa, ich wollte dich um deine Meinung fragen. Sieh diese Karte an. Wenn wir hier stehen und der Feind von hier drüben angreift, was sollen wir tun? Wenn sich eine Einheit lösen und vom Fluss kommen würde, wäre das ihre Reaktion? Oder was wäre ihre Reaktion? Wenn sie sich zusammenschließen, könnte man auf sie schießen. Das ist risikoreich. Rinka, hörst du zu? Du weißt genauso gut wie ich, dass ich keine Taktikerin bin. Warum bist du hier? Auf der Suche nach neuen Freunden, da muss ich dich enttäuschen. Ich bin nur hier, um Befehle auszuführen. Mehr nicht. Tschüss. Moment, warte, ich war noch nicht fertig. Ich habe nichts mit dir zu besprechen. Lass mich in Ruhe. Du weißt, dass ich das nicht tun kann. Als Verbündete müssen wir kommunizieren. Das meinte ich auch nicht. Ich höre nach wie vor zu und befolge deine Befehle. Ansonsten aber sprich nicht mit mir. Was ist denn los mit dir? Entschuldige, das ging wohl zu weit. So sprichst du nicht mit Befehlshaberinnen. Ich bin dankbar, dass du mein Leben verschont hast, als ich Gefangener war. Und ich werde dir überall hin folgen, wo du hinführst. Aber ich brauche und möchte keine Zuwendung. Bitte lass mich in Ruhe. Das war ja nett. So, dann gibt's noch das. Dann noch mit der obligatorischen Shit. What's that? Ah, hab ich eigentlich die Stimme. Ja. Reinquelle, voll Choral, ey. What? Was ist das? Hat das jemand verloren? Dann nimm es doch, du. Na, Hacke. Privatquartier? Wie laden wir denn ein? Wie wär's mit. Asura. Lass uns etwas in Erinnerung schwelgen, Lin. Ich rede so gerne mit dir. Ja, sie kriegt die Prinzessin Zelda Stimme. Ich finde, die muss pro Projekt einmal dabei sein.
promise that we will meet again soon. Ja, nix war. Wie ich ja in Revelations war das mein S-Support, bis ich dann festgestellt habe, hey, da fehlt mir wieder ein Kind. Das hasse ich nicht mal wie die Pest. Jetzt nur ein Supporter freigeschaltet. Nein, dann würde ich nur sagen, das war's mit der Pilotfolge von Fire Emblem Fates Vermächtnis. Oh, warte mal, da mal noch Rinke. Weiß. Und Lilith's Tempel. Ich glaube, die füttere ich gleich mal. Kann man nicht skippen, ne? Nom, 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 nom. Lilith hat keinen Hunger. Das ist schade. So, dann würde ich mal sagen, das war's mit dem Fates für heute im nächsten Part. Machen wir einfach mal weiter. Bis dann. Ciao.